Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute habe ich alle drei Starter Decks von Disney Lorikana. Und das Beste daran ist, es sind alle drei englische Starter Packs. What the heck? Zum Glück habe ich mir die noch bestellen können bei Ravensburger. Alle Produkte, die ich hier zeige, habe ich selbst gekauft. Und jetzt fangen wir mal an. Wir machen alle drei Starter Decks auf. Nämlich genau in der Reihenfolge. Und wir beginnen mit Disney Lorikana. Und diese beiden Symbole, Saphir und Steel. Die zwei Foilkarten sind in der Packung mit drin und es gibt da auch ein Booster Pack in Englisch. Und was noch alles drin ist, sehen wir jetzt. Doch bevor es losgeht, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir starten jetzt Starter Deck Nummer 1. So, erstmal gucken, wie wir das Ganze aufmachen. Perfekt. Und hier sehen wir schon den Inhalt. Er kommt raus, nichts weiter drin. Und wir sehen, hier ist es schon mal schön eingepackt. Das Starterdeck, ein Booster, dann die Schadensmarker in Pappform, Spielanleitung und selbstverständlich die Spielhälfte. So, das können wir wegpacken. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem hier. Die drei Booster machen wir ganz zum Schluss auf. Und wir gucken mal, was da alles Schönes drin ist. In diesem besonderen Starterpack. So, Papier erstmal wegmachen. Wunderbar. Und wir beginnen. So, Aurora haben wir dreimal drin. Oh, dann haben wir eine Foilkarte von Aurora. Und wir haben eine Foilkarte von Simba. Und das Ganze ist nämlich das Aurora Simba Deck. Dann haben wir nochmal Aurora dreimal. Flounder. Denkt dran, ist auf Englisch. Zwei von diesen Karten. Gamatala. Ich spreche es mal auf Englisch aus, wie da drauf steht. Jasmin, aber ich glaube, auf Deutsch heißen sie genauso. Bei der bin ich mir safe sicher, dass sie in Deutsch anders heißt. Maleficent. Die gibt es dreimal. Nice, die Karte fehlt mir noch. Jetzt habe ich sie durch diesen Starterdeck. Sehr cool. Dann drei von diesen hier. Mufasa haben wir zwei. Scar haben wir eins. Ich glaube, die Karte fehlt mir auch noch. Dann Develop Your Brain, also trainier dein Hirn. One Jump Ahead, die habe ich schon. Davon gibt es drei Stück. Dann haben wir von der Blüte zwei. Wir haben von dem Beast zwei. Captain Hook ist dreimal vertreten. Goons ist zweimal vertreten, Herkules ist zweimal vertreten, Christoph ist zweimal vertreten, Maui, der fehlt mir glaube ich sogar noch, ist einmal drin, dann dieser Prinz Eric zweimal, Simba zweimal, dreimal die Kanone, diese hier fehlt mir safe, Grab Your Sword, aber ist halt auf Englisch, ne? Mir fehlt sie noch auf Deutsch, das englische Deck habe ich noch nicht voll und die Bratpfanne. Gut, das ist das Starter-Deck Nummer 1. Ich lege es mal beiseite und sleeve natürlich die englischen Foil-Karten erstmal ein, so wie sich das gehört. Ihr könnt schon mal bis dahin, bis ich das eingesleeved habe, ein schönes Like da lassen. Eventuell kommentieren, wie euch dieses Starter-Deck von Simba und Aurora gefällt. Findet ihr das gutes Starter-Deck oder eher nicht so gut? Also, zwei Foil und ein Booster. Die Foil machen wir hier rüber. Und das Booster hier hin, das kommt nachher dran. Und wir machen weiter mit diesem Starterdeck in Englisch. So, da drin ist natürlich das Starterdeck von Sivelle, Diville und Aladdin. Was für eine Kombination. Wenn wir hier nochmal gucken, Emerald und Robin. Oder Robin oder wie auch immer man das in Englisch ausspricht. Wir öffnen das Starterdeck. Das Ganze hat mich jetzt 59 Euro gekostet, circa. Und so, hier haben wir das Starter-Tag. Hier haben wir noch einen Booster. Wir hoffen ja auf was Tolles. Die Schadensmarke. Und wieder die Anleitung. Brauchen wir aktuell nicht. Zwei Booster sind hier. Und wir gucken in das schön eingepackte Starter-Bag. Oh, ich liebe das, das auszupacken. Hier, hört mal. Oh, klingt das nicht cool? Naja, wie dem auch sei.
Wir haben 1, 2 Aladdin, dann hier die Foilcard von Cruella de Vil und von Aladdin. Dann haben wir zweimal diesen netten Herrn, drei Karten von Horace, ein Rabe, zwei Jasper, Mate Hater haben wir dreimal, Megara oder Megara, oder wie auch immer man die ausspricht, wir haben Mickey Mouse dreimal. Peter Pan haben wir zweimal. Mother Knows Best. Aha, die haben wir dreimal sogar. Stumped zweimal. Steal from the Rich, also Klau von den Reichen. Dann haben wir diese dramatische Karte zweimal. Wir haben zweimal das Schwert. Dreimal Aladdin. Dann Captain zweimal. Donald Duck haben wir auch zweimal. Le Fou einmal. Pongo haben wir dreimal. Rapunzel haben wir dreimal. Scar haben wir zweimal. Dann diese Katze, die salutiert, haben wir dreimal. Dann haben wir noch Stitch. Dragonfire haben wir sogar dreimal drin. Dann der Affe mit der Waffe zweimal und das Schild zweimal. Das ist das Starterdeck mit Aladdin und die Cruella de Vil. So, wir machen das mal in Sleeve rein und ihr könnt schon mal in den Kommentaren schreiben, wie gefällt euch dieses Starterdeck? Von den Karten her. Ist das besser als das erste oder noch nicht das wahre Deck für euch? Von den drei Startern? Wie dem auch sei, wir gehen weiter. So, hier haben wir schon mal die nächsten zwei. Grandios, grandios. So, Booster. Oh, ich freue mich schon auf die Booster. Ihr glaubt gar nicht, wie. Gerade weil es auch englische Booster sind, ne? Und jetzt kommen wir zu Vaiana und zu Mickey Mouse. Hier ist die Vaiana und Mickey Mouse in Foil. Und wir öffnen das dritte Starterdeck in Englisch. So, wir haben es geöffnet. Packung weg. Hier ist das. Oh, die Elsa, die machen wir zum Schluss auf. Dann haben wir wieder die Schadensmarker. Wir haben. Zwei von den, also einmal das Deck und einmal die Anleitung. Und hier haben wir die Karten schön eingesleeved. Und wer schaut uns da gleich entgegen? Ariel, die Meerjungfrau. Nice. So, wir haben Ariel zweimal drin. Dann haben wir hier die Foilcard von Vaiana, heißt sie eigentlich. Hier heißt sie Moana. Whatever. Mickey Mouse. Cinderella haben wir zweimal. Oh, Hades. Nice. Einmal. Zweimal das Huhn, Maximus zweimal, Mickey Maus haben wir dreimal, Minnie Maus als Prinzessin haben wir dreimal, Stitch haben wir dreimal drin, Be Your Guest, okay, Control Your Temper, das sind zweimal drin, Hakuna Matata haben wir zweimal drin, oh nice, Part of Your World, sehr cool, einmal, dann die Gabel dreimal, Dr. Facilier, einmal. Dr. Facilier nochmal in einer anderen Variante, zweimal. Dann haben wir Flotsam. Wow, wie hieß das nochmal auf Deutsch? Ganz bescheuerter Name. Jafar, zweimal. Jetsam, zweimal. Magic Broom, dreimal. Dann diese böse Hexe, zweimal. Olaf, dreimal. Pascal, zweimal. Rafiki haben wir sogar dreimal. Sven, einmal. Die Wandkommode dreimal, Yzma zweimal und dreimal noch die Karte. Und das ist das letzte Starterdeck. Jetzt sagt ihr mir, welche von diesen drei Starterdecks ist euer Favorit? Ich bin mal gespannt und ich bin ganz heiß auf die Kommentare. Wenn ihr die Wahl hättet von den drei Startern, für welches würdet ihr euch entscheiden und warum würdet ihr dieses Starterdeck wählen? So, jetzt haben wir mal alle Foilkarten eingesleeved. Nice. Und wir beginnen jetzt mit den Boostern. Also, auf jeden Fall vom Starterdeck, das letzte Starterdeck machen wir zuletzt. Das mittlere hier. Und jetzt beginnen wir mit dem ersten Booster vom Starterdeck Nummer 1. Ich bin so hype. Karte nach hinten. Und wir haben die erste, nämlich die Posterkarte. Dann haben wir Peter Pan. Dann haben wir dieses Phil heißt der, glaube ich, bei uns nur. Einfach nur Phil.
Minnie Maus. Dann haben wir hier das Gabelbesteck. Archimedes. Christoph. Chief Tui. LeFou. Schöne Karte. Ransack. Scar. Robin Hood. Und Minnie Maus in Foil. Nice, dies lieben wir gleich mal ein. Und nicht zu vergessen, Englisch. Die englische Foil-Karte. Okay, erstes Booster, nett, ganz nett. Wir kommen zu Booster Nummer 2, Englisch. Okay, und nach hinten mit dir zusammen machen. Let's do it. Hier haben wir noch mal Armee Archimedes. Tinkerbell. Merlin. Gaston. Mr. Smee. Fire the Cannons. Schild of Virtue. Ursula Kuldron oder Kaldron. Tamatoa. Maui. Ah, die Muschel, nice. Und als letztes haben wir Captain Hook als Foilkarte. Das passt zu dem Rücken hier. Nice. Zu dem Kartenrücken. Okay, die Karte ist auch schön in Foil. Definitiv Foil. Und jetzt kommen wir zum letzten Booster. Ha, leider schon der letzte Booster. Noch kein Mega-Hit, aber trotz dessen, die Foilkarten ist auf jeden Fall definitiv eine schöne Ausbeute. Und hier ist das letzte englische Booster, das heute für euch geöffnet wird. Und wir haben in der Booster als erster Karte selbstverständlich, wie immer, das Poster. Dann haben wir die dramatische Szene. Donald Duck. Wir haben Affe mit Waffe. Pumba. Jafar. Aladdin, Cut of the Case, Ursula Kuldron, The Beast is Mine, Captain Hook. Nice, die fehlt mir in Deutsch noch, die Karte, cool. TK. Und wir haben Christoph in Foil. Das, meine Damen und Herren, war das Opening zu allen drei Starterdecks in Englisch. Was haltet ihr davon? Das ist die Ausbeute. Welche Karte von denen, sagen wir mal Top 3? Schreibt mir in den Kommentaren, welche eure Top 3 ist, wobei 1 die beste ist, dann die 2 und dann die 3. Und warum? Ich bin gespannt auf euren Kommentaren. Ich hoffe auf Entschuldigung, nochmal. Ich hoffe auf zahlreiche Kommentare und bin gespannt, was ihr so für Meinungen habt zu diesen Foilkarten. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mir noch ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ihr seid wirklich großartig, euer Support ist grandios. Ich danke euch vielmals. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss und Servus.